Mal schauen, was uns hier so alles erwartet. Los, Gerda, Franz, komm mit. Leckern, leckern. Vollkommene Körperbeherrschung. Hallo, liebe Wanderfreunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute bin ich in Witten. Hier ist es gerade ein bisschen lauter, aber das spielt ja nun mal keine Rolle. Wie gesagt, heute bin ich in Witten und ihr seht, ich habe schon meine Wanderfreunde hier mitgebracht. Das sind Gerda und Franz und die möchten uns heute hier auf dem Weg begleiten und zwar von Witten bis nach Wetter. Und es geht über das Adergebirge oder durch das Adergebirge ein bisschen, jetzt erstmal durch den Grüngürtel von Witten. Ja, und mal schauen, was uns hier so alles erwartet. Los, Gerda, Franz, kommt mit! Bei Gerda und Franz im Garten. Sehr schön, zentral gelegenes Haus, aber eine sehr, sehr tolle Umgebung, direkt unmittelbar hinter dem Bahnhof. Könnt ihr mal selber ein bisschen rundschauen? Da haben die beiden schon doch einen ganz schönen tollen Park hier, in dem sie doch auch mal ein bisschen spazieren gehen können. Ein bisschen steil, es geht auf und ab. Aber zum Warmwerden richtig gut für heute. Hier geht es jetzt mal richtig runter, wie ihr seht. Mal ein bisschen gucken. Das hatte ich das letzte Mal im Sommer auf dem Rheinsteig. Auch da fuhr der Zug übrigens direkt neben einem her. Man konnte den immer hören. Also wenn man immer von Idylle redet am Rheinsteig, naja, das ist auch nicht immer so. Aber hier muss ich sagen, das überrascht mich jetzt gerade wirklich. So ein richtig schöner Trailabstieg. Sehr schön. Jetzt muss man wirklich ein bisschen den Kopf beieinander halten, weil es ist heute auch sehr rutschig. So, jawohl. Das ganze Laub hier auf den Treppenstufen. Man möchte sich ja schließlich nicht noch verletzen hier unterwegs. So, könnt ihr mal sehen, was das hier für ein toller Weg ist. Da kann man rüberschauen auf das, ja, das ist denn da so ein Viadukt, wo die Bahn drüber fährt. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann jetzt im Moment, aber hören konnte man es ja gerade wunderbar. Hier hat man wirklich einen sehr schönen Ausblick. Schaut mal, im Hintergrund fließt die Ruhr, das davor halt die alte Eisenbahnbrücke. Und unten, okay, ist natürlich so, fahren auch noch ein paar Autos. Immer nur runter, runter, runter. Und das nächste rauf kommt bestimmt. Ich sehe es schon. Ach, das ist schön. Jetzt Schluss. Ja.
hätten wir uns im Sommer mal gewünscht. Auch mit so einem Wassergang. Mann, 38 Grad auf dem Rheinsteig. Wer sagt, dass das Ruhrgebiet nicht schön sein kann? Ich zeig euch mal was. Gerade stehe ich hier 130 Meter über der Ruhr. Und hinter mir kann man sehen, da ist das Berger-Denkmal. Zur Erinnerung an Louis Berger, einem Industriellen hier aus dem Ruhrgebiet. Ja, und ich bin total beeindruckt. Im Moment sowieso, die Strecke ist wirklich ganz, ganz toll. Und es gibt viel zu sehen zwischendurch. Und jetzt gerade im Moment bin ich wirklich fasziniert über den Ausblick. Mir gefällt es im Moment sehr, sehr gut. Jetzt ist mal endlich wieder ein bisschen flacher und hier ausnahmsweise mal ein bisschen Asphalt auf der Straße. Vorher ging es wirklich nur durchs Gelände, schmale Trails, rauf und runter, durch Matsche ohne Ende. Natürlich bei dem Wetter kann man sich das natürlich auch vorstellen. Trotzdem war es sehr, sehr spannend. Also der Weg war nicht ohne. Kondition sollte man schon ein bisschen haben. Das, ja, ich denke, das wäre schon mal so das Erste, was man dazu sagen kann. Das war schon wie der Rheinsteig. Das war so ein bisschen wie auf dem Rheinsteig, das stimmt. Also viele Passagen haben mich da auch echt dran erinnert. Also da, ja, Adelgebirge, Rheinsteig light. Mikrourlaub vor der Haustür dem Ende entgegen. Und ich sag euch, was war das für ein Tag heute? Also der Weg von Witten bis nach Wetter, eigentlich gar nicht so lang, knapp 13 Kilometer. Was ich nicht berücksichtigt hatte, waren die vielen Höhenmeter. Denn es ging von Anfang an rauf und runter, rauf und runter. Das habe ich das letzte Mal eigentlich auf dem Rheinsteig erlebt. Mit so vielen Höhenmetern hatte ich hier überhaupt nicht gerechnet. Aber der Weg an sich sehr schön, spannend, abenteuerlich. Man muss auf jeden Fall Kondition haben. Das ist wirklich Voraussetzung, weil es geht teilweise wirklich sehr steil nach oben und nach unten. Und für Ungeübte könnte das schon mal zu ein paar Problemen führen. Ja, ansonsten fand ich die Strecke wirklich sehr, sehr beeindruckend. Aus Witten raus war man ganz schnell und hier im Hintergrund kann man jetzt noch den Harkortsee sehen. Und das ist das Ziel hier in Wetter.
ein sehr, sehr schöner Ort, der sich auf jeden Fall lohnt, mal zu besuchen. Ja, mein Fazit für heute, ganz tolle Strecke, solltest du unbedingt nachwandern, aber sei gefasst darauf, es kann matschig sein, es kann sehr anstrengend sein, aber es wird dir auf jeden Fall viel Spaß geben. Und zum Schluss natürlich wie immer, wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen oben da und abonniere den Kanal, dann verpasst du auch keine Wanderung mehr von uns. Und schließlich haben wir auch wieder alle Links hier unten unter dem Video verlinkt. Dann noch eins, wo sind eigentlich Gerda und Franz geblieben? Ja, die haben gesagt, nö, wir machen mal ein bisschen Wellness zu Hause. Und genau das werden wir jetzt auch machen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Heike.